So, weiter geht's. Wir müssen uns mit den Unbekannten unterhalten. Dreck. Sonst können wir nicht weiterfliegen. Es ist ja ultra wichtig. Ich stelle den Unbekannten durch, Commander. Na, was gibt's für Wichtiges, Blauauge? Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlos-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen. Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Turianer? Lahmgelegt? Wie? Kaum vorstellbar, dass eine Turianer-Patrouille ein Kollektorenschiff lahmlegt. Berichten zufolge ist die Hülle intakt. Aber alle Systeme sind anscheinend offline. Vielleicht finden in diesem Augenblick bereits Reparaturen statt. Es ist sicher nicht ungefährlich, aber wir können uns so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ermitteln die Turianer nicht? Wenn die Turianer dort eine Patrouille hatten, warum schicken sie dann kein Aufklärungsteam hinterher? Das werden sie. Irgendwann. Aber ich habe die Funksprüche abgefangen. Bis dahin füttern wir sie mit gefälschten Berichten. Sie sind nah genug, um reinzugehen und wieder weg zu sein, bevor die Turianer die Wahrheit herausfinden. Woher wussten Sie davon? Ist diese Information wirklich verlässlich? Information ist meine Waffe, Shepard. Sie ist verlässlich. Gut, dann überprüfen wir das. Schicken Sie mir die Koordinaten, ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Das gefällt mir nicht. Ganz ehrlich, das gefällt mir rein gar nicht. Ich habe da so meine Zweifel, was das angeht. Aber wir werden sehen, was auf uns zukommt. So, wir können das Outfit von Morden ja wechseln. Lassen wir es mal das hier. Das noch nicht. Das noch nicht. Hier können wir Outfit wechseln. Das sieht cool aus. Ja, hier können wir auch wechseln. So. Wir nehmen unseren großen Kroganer mit. Und Kazumi nehmen wir auch mal mit. Oder... Ja, nehmen wir sie mal mit. Sie kann richtig gut ablenken. Oh, das gefällt mir hier gar nicht. Ich mag das gar nicht sehen. Aber, naja. So, erstmal gucken. Ausstieg. Haben wir nicht viel? Wow, warte. Ich möchte das hier jetzt verwenden. Ich habe mich so darauf gefreut. Das Ding ist so kacke gut. Nee, ehrlich, ist wirklich gut. Da ist das Ding. Haben Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden? Ich frage mich, ob sie überhaupt damit fertig geworden sind. Laserscans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrung des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Okay. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Rein gar nicht. Dann mal landen. Nun denn. Ich habe noch nie so ein Schiff gesehen.
Wie ein riesiger Insektenstock. Die Tiefenscans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer Ihres Kampfanzugs. Okay. Shepard, ich habe die EM-Signatur des Schiffs mit bekannten Kollektorprofilen verglichen. Es ist dasselbe, das Ihnen schon auf Horizon begegnet ist. Vielleicht haben es die Verteidigungstürme für die Turianer sturmreif geschossen. Vielleicht sind dort die vermissten Menschen. Oder sie sind bereits tot. Oh. Mal sehen, was wir da haben. Die sehen genauso aus wie die Behälter auf Horizon. Nur ist in denen hier niemand drin. Klein, wie mein Tank. Sie haben bestimmt um Gnade gebettelt. Das sind dieselben Dinger. Oh mein Gott. Oh mein Was Gott. Was ist hier geschehen? Berge von totem Fleisch. Vielleicht waren das Testsubjekte. Und als das Experiment beendet war, haben sie einfach weggeworfen. Vielleicht ist es auch besser so. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Zum Beispiel Testsubjekt für wahnsinnige Aliens zu sein. Ich weiß, dass Sie recht haben, aber dadurch fühle ich mich auch nicht besser. Leider fühle ich mich auch nicht so ganz wohl hier. Oh mein Gott. Ich kriege hier irgendwie Panikzustände. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht zu... Nein. Umso weiter wir gehen, umso mehr Leichen liegen hier rum. Unglaublich. Das sind Marines. Nein, von Allianz. Falsche Baustelle. 7500 Credits. Mhm. Was haben wir hier? Das ist ein Kollektor. Haben die etwa an ihresgleichen Experimente durchgeführt? Edie, ich starte den Upload der Daten von diesem Terminal. Versuchen Sie herauszufinden, was die vorhatten. Daten erhalten. Analysiere. Die Kollektoren haben grundlegende Erbgutvergleiche zwischen ihrer Spezies und den Menschen durchgeführt. Warum? Suchen Sie nach Ähnlichkeiten? Über Ihre Motive kann ich keine Hypothese aufstellen. Mir liegen nur die Ergebnisse der Voruntersuchungen vor. Sie enthüllen etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit 4 Strängen, identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist. Die Proteaner. Was? Die Kollektoren sind Proteaner? Mein Gott, die Proteaner sind gar nicht verschwunden. Sie arbeiten jetzt für die Reaper. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ihr Erbgut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Sind Sie sicher? Man möchte meinen, darauf hätte früher schon mal jemand kommen müssen. Niemand hatte bisher je die Möglichkeit, den genetischen Code der Kollektoren so gründlich zu untersuchen. Ich habe bereits 2000 Allele gefundenen Fragmenten zugeordnet. Dieser Kollektor stammt wahrscheinlich von einer Kolonie der Proteaner im Styx-Theta-Cluster. Aber es gibt Hinweise auf umfassende Veränderungen. 3 Chromosomen weniger. Reduzierte Heterochromatinstruktur. Entfernung überflüssiger Müllsequenzen. Ein schreckliches Schicksal. Die Reaper haben die Proteaner nicht ausgerottet, sondern in Monster verwandelt und versklavt. Trotzdem, sie arbeiten jetzt für die Reaper und deshalb müssen wir sie aufhalten. Ich will ganz bestimmt nicht in so etwas verwandelt werden. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los! Das werden wir alle nicht. So, mal gucken, was haben wir da? Fortgeschrittene Kampfausbildung. Sturmgewehrausbildung abgeschlossen. Gut, nehmen wir. Kann ich gut gebrauchen. Was haben wir hier? Okay, hier ist nichts, aber hier... Das macht mir hier Angst. Sehen Sie, an der Decke. Oh mein Gott. Nach mir diese seltsamen Kapseln. Das sind Hunderte. Wie viele davon sind voll?
Zu viele. Ich registriere keine Lebenszeichen in den Kapseln, Shepard. Wahrscheinlich sind die gefangenen Opfer gestorben, als das Schiff seine Primärenergie verloren hat. Unglaublich. Hm. 15.000 Credits. Naja, wieder mal anfangen. Ein kleiner Anfang ist gut. Diese Stimmen machen mir Angst. Das nehme ich mit. Okay. Commander, das müssen Sie hören. Ich habe Edi aus seiner Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandie von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Ja, das Gefühl habe ich ja hier. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl hierbei. Okay. Ach du Scheiße. Groß. Sie könnten jeden Menschen in den Terminus-Systemen verschleppen und hätten immer noch Platz für mehr Opfer. Sie werden sich die Erde vornehmen. Nicht, wenn wir sie aufhalten. Das müssen wir sogar. Oh mein Gott. Stellt man sich vor, so viele Menschen sind da drin. Oh, ist das krank. So. Wo sind wir jetzt? Auf der Plattform ist eine Steuerkonsole. Vielleicht können wir sie benutzen. Es müsste tote Kollektoren geben. Irgendwas stinkt hier. Und dabei... sind es nicht nur die Leichen hier. Edi, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können. Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Was zum... Nein! Oh, Scheiße. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Uns geht's gut. Wir sind alle in Ordnung, Joker. Was ist gerade passiert? Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Fuck. Shepard, das war keine Fehlfunktion, es war eine Falle. Na herrlich. Eine Falle, das haben wir gebraucht. Sowas von. Hier ein wenig Hilfe, Edi. Ich habe Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jemand ist im System. Alles okay mit euch? Verbindung wiederhergestellt. Ich muss erst den Download abschließen, bevor ich irgendwelche Systeme übernehmen kann. Dann sollten Sie sich damit beeilen, Edi. Achten auf, Leute. Sie kommen. Bereit machen. Direkte Kontrolle. Ja, schön. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Wir sind überlebt. Verdammt. Fuck. Sie kommen. Direkt durch Intervention.
Intervention ist notwendig. Spürt den über den Raum. Okay. Kann sich nicht widersetzen. War ich das? Verschwinde! Das tut ihnen weh. Ich verletze niemand. Ach, Dreck auch. Die Ruhe ist zerbrechlich. Nein. Okay, nachladen, Leute. Dann geht's weiter. Shepard, Sie müssen meine Verbindung zu der Steuer kommen. Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Gute Arbeit. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edie. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Das leuchtet ein. Für mich klingt es logisch, dass Sie die erste Nachricht als Köder gesendet haben. Nein, es ist ungewöhnlich, weil turianische Notsignalkanäle eine Sekundärverschlüsselung aufweisen, die aber bei dieser Nachricht fehlerhaft ist. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Er hat uns verraten, ganz klar. Der Mistkerl hat uns direkt den Kollektoren ausgeliefert. Ich hätte es besser wissen und Cerberus nicht vertrauen sollen. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! Zwar haben wir 2 abtrünnige Punkte und 2 Vorteilspunkte, aber dennoch. Es ist scheiße. Dieser verdammte Mistkerl. Er hat uns in eine Falle geschickt. Ach, wie ich ihn jetzt noch mehr hasse. Okay, Leute, weiter. Voraus! Dachte ich's mir. Wir sind Vorboten. Wieso kann ich nicht zielen? Sie werden mich nicht aufhalten. Sie können sich nicht widersetzen. Dreck! Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich es tun. Die reiße ich den Arsch auf. Aber erst fange ich das mit einem Unbekannten an. Ich werde ihn sowas von den Arsch aufreißen, diesen verdammten Mistkerl!